Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und schon wieder mit kurzen Haaren, so wie es euch gefällt. Glatze. Und heute kommen wir zu den Top 5 Tipps für den Trizeps. Wir hatten das gleiche schon für den Bizeps, das hat euch gefallen. Und wir werden diese Serie weiter fortsetzen, sodass man mal gebündelt die besten Tipps hat. Und das können Tipps aus allen möglichen Richtungen sein. Übungsausführungen, was man dabei noch beachten sollte, wenn man sie einbaut in den Trainingsplan oder auch bestimmte Haltungstricks und so weiter. Hier fangen wir an mit den Top 5 Sachen für den Trizeps. Und das erste ist, war ja klar, benutzt die mal so einen Griff. Und das erste ist, wer braucht denn 2 Karabiner? So, viel zu viel Gewicht. Und das erste ist, ähnlich wie beim Bizeps, nutzt unterschiedliche Oberarmstellungen. Auch das ist mit Vorsicht zu genießen, denn die haben auch eine unterschiedliche Spannung auf den Ellenbogen. Und nicht jeder kommt damit zurecht, umso weiter wir mit dem Ellbogen die sichere Zone, das hier ist die sichere Zone, direkt an der Körperseite, verlassen und nach oben gehen, kommt nicht jeder mit dem enormen Druck auf den Ellbogen zurecht. Moi, ich gehöre dazu. Testet es aus, aber wenn ihr grundsätzlich nicht zu schwer trainiert, dann sollte das eigentlich meistens hinhauen. Und wenn ihr euch aufwärmt. Aber das werdet ihr schon erfahren. Hier haben wir grundsätzlich wieder mehrere Stellungen von dem Oberarm, die man kombinieren sollte in einem Training, um es so ausführlich wie möglich zu machen. Wir haben natürlich die seitliche, gerade bei allem Möglichen, was wir am Kabel machen. Dann geht es straight am Körper runter. Dann haben wir natürlich den Oberarm auch noch vor dem Körper. Das heißt, ja, wir können hier vorne runtergehen und der ist ungefähr im 45-Grad-Winkel zum Körper. Das kann man natürlich noch weiter ausweiten. Wir haben das Ganze auch noch viel weiter oben. Wir können hier den Trizeps trainieren und auch an vielen Maschinen, die ihr kennt, wo man das Ganze machen kann. Zum Beispiel an der Maschine, wo ihr noch eine Auflagefläche habt und das Ganze nach vorne bringt. Auch da ist der Oberarm vor dem Körper. Aber theoretisch geht es auch hinter dem Körper, wie zum Beispiel bei dieser Übung. Kickbacks. Ich kann nicht sagen, dass ich dieser Übung besonders zugetan bin, weil sie für mich eine zu kleine Range of Motion hat. Aber kicken tut sie ordentlich. Und die Range of Motion sagt nicht viel über den Muskelwachstumsreiz aus. Und da seht ihr, der Oberarm ist tendenziell hinter dem Oberkörper. Das Ganze haben wir aber natürlich auch noch bei einem ziemlich berühmten Vertreter und so ziemlich der einzigen wahren Übung, Grundübung für den Trizeps. Und das sind natürlich die Dips. Denn auch hier seht ihr, tendenziell kommen wir hier mit dem Oberarm hinter dem Körper. Umso weiter ihr mit nach vorne geht, desto eher geht es noch auf die Brust. Aber wenn ihr ganz normale Dips macht, sind die Oberarme hinter dem Körper. Das geht natürlich auch an der Maschine dafür. Und auch hier seht ihr, dass das Ganze hinter dem Körper stattfindet. Sogar ganz ohne Gewicht. Das ist der erste Tipp. Oberarmstellung von Übung zu Übung variieren. Das bedeutet, im Normalfall habt ihr 3 verschiedene Übungen, a 3 Sätze. Das ist das Trizeps-Training von den meisten Leuten. Und in jeder Übung könntet ihr eine Variation reinbringen. Könntet. Muss man natürlich nicht, aber damit habt ihr die Trizepsköpfe so ziemlich gut ausgeglichen schon mal drin. Tipp Nummer 2 scheint eine pure Provokation für viele von euch da draußen zu sein. Kam er doch schon beim Bizeps-Training vor und sehr viele haben sich beschwert. Na gut, was heißt sehr viele? Ein paar. Und zwar meidet schweres Training. Und ja, selbst ganz viele Profi-Bodybuilder sagen, schweres Armtraining ist einfach unnötig. Und was ist mit schwerem Armtraining gemeint? Natürlich nicht, dass ihr das Gewicht steigert. Irgendwann werdet ihr dicke, dicke, dicke Oberarme haben und dementsprechend mehr Gewicht bewältigen können. Was ist also viel Gewicht? Hier reden wir natürlich immer in Relation. Genauer kann man sagen, Wiederholungsbereich, wenn man bis zum Ende geht. Das bedeutet, beim Armtraining müsst ihr nicht unbedingt unter 8 Wiederholungen kommen. So etwas wie 4 Wiederholungen auf Kraft gehen, was man gerne mal beim Bankdrücken macht, gerne mal vielleicht beim Rücken macht oder dergleichen, muss bei den Armen einfach nicht sein. Was ist der Grund dafür? Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Die Arme werden schon die ganze Woche über in Mitleidenschaft gezogen. Klar, weil die meisten Gewichte greift ihr nun mal mit der Hand. Klar, womit denn auch sonst? Und damit geht es über die ganzen Sehnen des Oberarms nun mal in den entsprechenden Zielmuskel. Die Sehnen des Oberarms sind vergleichsweise dünn, denn die Sehnen sind der Ausläufer quasi vom Muskel, verbinden sich mit dem Knochen und von einem kleinen Muskel, wie Bizeps, Trizeps, Unterarmmuskel, sind die Sehnen auch ein wenig kleiner als beim großen Muskel, wo die Sehnen etwas größer sind. Folglich halten sie auch weniger Gewicht aus und sind sowieso schon ausgelutscht. Denn egal, was ihr macht, eine Einkaufstasche tragen, die Hanteln hochnehmen, um danach anschließend den Rücken zu trainieren oder sogar die Beine, alles geht über diese Sehne. Und nicht umsonst haben wahnsinnig viele Bodybuilder, die korrekt und gut trainieren, trotzdem immer wieder die Schoner irgendwann an, siehe auch Markus Rühl, weil ihre Sehne einfach durch ist.
einfach ausgelutscht ist. Das passiert fast jedem, der länger Krafttraining macht. Vermeidet das, indem ihr jetzt auch noch reißt, 3-4 Wiederholungen mit Gewicht, denn davon wird in den seltensten Fällen bei den wenigsten Leuten der Bizeps stark wachsen. Er wird aber stark wachsen, wenn ihr da einfach weiter trainiert, bis zum Ende geht, normales Training macht und gerne ab 8 Wiederholungen. Das ist damit gemeint und das Gleiche auch für den Trizeps. Für den Trizeps French Press 3-4 Wiederholungen mit hohem Gewicht ist einfach nicht nötig und irgendwann nach 5, nach 6, nach 7, vielleicht nach 10, nach 15 Jahren werden die meisten von euch das ist meine Prognose, im Ellenbogen merken. Deswegen spart euch hier das schwere Training, obwohl ich sonst ein Verfechter bin von höheren Gewichten, gerade bei den großen Muskeln, die brauchen das in den ersten Jahren, in denen man trainiert, oftmals. Aber bei den Armen nicht unbedingt hinterher schieben. Immerhin haben sie ja schon die schweren Belastungen durch Rücken und Brust mit dazu. Meidet hier die schweren Gewichte, meidet es hier unter 8 Wiederholungen zu kommen. Ein ziemlich spezifischer Tipp, weil man ihn immer einfach im Studio sieht und ich nur den Kopf schütteln kann. Nicht, weil es unbedingt falsch ist, aber einfach so sinnlos ist. Und zwar an einen der bekanntesten, berühmtesten und sicherlich beliebtesten Übungen, die auch gar nicht mal verkehrt sind und eigentlich in jedes Trizeps-Training reingehören, am Seil den Kabelzug. Lasst die Hände hier verdammt nochmal auseinander. Nicht berühren, nicht zusammengehen. Und lasst diesen schönen Grazieknick am Ende sein. Wozu ist der überhaupt da? Der hat gar keinen Sinn. Wollt ihr noch den Unterarm, das Handgelenk trainieren oder dergleichen? Die Handgelenke, die Faust, bleibt einfach eine Verlängerung des Unterarms. Die bleibt genauso. Da gibt es keinen Dehn, nach oben, zur Seite, nichts. Bleibt genauso, die ganze Zeit. Nur der Unterarm in Verlängerung, die Faust geht nach unten. Nur der Trizeps arbeitet. Das bedeutet, nicht zusammenkommen hier. Umso weiter ihr zusammengeht, desto eher aktiviert ihr schöne Hilfsmuskeln, die Brust ein bisschen, die Schultern und so weiter. Bleibt auseinander, ihr werdet es spüren. Probiert es einfach mal aus. Wenn ich hier schon so etwas sage, probiert es einfach aus und ich werde die meisten von euch merken, ui, ist ja schwerer. Also, bleibt auseinander, möglichst vielleicht sogar im gleichen Abstand. Geht hier runter und kein Knick nach außen irgendwie noch. Der bringt für den Trizeps nichts. Runter und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Wie ihr am besten in euren Trizeps reinfindet, dann anschließend, ob ihr euch ein bisschen vorbeugt, die Ellbogen ein bisschen zusammenzieht, ganz stark an den Latissimus drängt, überlasse ich erstmal euch. Das sind nicht unbedingt viele Tipps. Das hier macht es, probiert es aus und ihr werdet mehr Erfolg damit haben. Und ähnlich wie die Oberarmstellung, die variieren sollte von Übung zu Übung, variiert auch die Handstellung, weil das ist das nächste Merkmal für den Trizeps, ob die Hände nun in diesem schönen V, den typischen Griff, zusammenkommen oder wie gerade am Seil gezeigt, parallel zueinander oder vielleicht sogar ein wenig rotiert, Handfläche nach oben und man geht so nach unten. Bei den Dips wäre es auch entsprechend wieder, dass man sie gerade hält oder vielleicht sogar ganz gerade und die Ellbogen gehen weiter nach außen, weil das kommt immer mit. Ihr seht, umso weiter ich das Handgelenk drehe, desto eher drehe ich auch die Ellbogen mit ein. Wir sollten nicht versuchen, nur das Handgelenk zu drehen, sondern Elle und Speiche schon möglichst gerade zu halten. Und dann gehen auch die Ellbogen runter. Und das macht schon eine Variation aus, schon einen Unterschied in eurem Trizeps-Training und in Übungen. Vor allem, weil wir uns hier merken können, umso weiter die Ellbogen nach außen gehen, desto eher ist der lange Trizepskopf, den man hier so schön sieht und bei mir als einziges sieht, drin. Und umso weiter ihr nach innen kommt, und deswegen trainiere ich fast nur die Version Ellbogen nach innen, der kurze Trizepskopf, der euren Arm so schön rund macht und eigentlich optisch ein wenig mehr hermacht. Bei mir ziemlich unausgeglichen, damit euch das nicht auch passiert, macht von Anfang an die Variation rein. Obwohl, das habe ich eigentlich gemacht. Der fünfte Tipp dagegen ist recht banal. Aber bevor ich euch den gebe, schaut doch gerne mal, wenn ihr eure Supplements holt, bei Wider Germany vorbei. Ihr unterstützt damit den Kanal und natürlich euch selbst, indem ihr qualitativ hochwertige Supplements holt. Schaut vorbei und mit dem Rabattcode GOTTI Ende bekommt ihr mal den maximalen Rabatt oder eben 20%. Macht schon eine ganze Menge aus. Schaut euch einfach mal um bei der so ziemlich ältesten Supplement-Marke der Welt. Und nun kommen wir zu Tipp Nummer 5. Ein ziemlich allgemein gehaltener. Und zwar hört mehr noch als bei vielen anderen auf euer Gefühl. Mit dem Ellbogen kann man es sich verscherzen. Deswegen spürt euch rein, guckt wirklich, entsteht da mehr Druck?
spüre ich irgendwann einen Schmerz danach und kämpft nicht gegen den Schmerz an. Glaubt mir, den Kampf werdet ihr irgendwann verlieren. Nicht nur, wenn es darum geht, Verletzungen zu vermeiden, sondern auch den Trizeps zu spüren. Ihr könnt gerne mal im untersten Punkt ein wenig das Ganze anhalten. Wie weit streckt ihr durch? Wo spürt ihr ihn am meisten? Trainiert ihr tendenziell langsamer den Trizeps, was ich empfehlen kann, oder auch ein bisschen schneller? All das probiert einfach mal aus. Ihr müsst den Trizeps spüren. Den kann man sehr schnell spüren und sehr schnell zum Brennen bringen. Und genau das wollt ihr, von den ersten Wiederholungen an. Und wenn ihr eine Übung dabei habt, und genau darauf zielt das Ganze ab, wo ihr unglaublich viele, das sieht man oft, Gewichtsscheiben noch auf den Schoß tut, weil jemand Dips an der Bank macht. Und er spürt es überall. Er spürt es in den Schultern, in der Brust, alles tut weh. Aber der Trizeps, den spürt er nicht so stark, als würde er lächerliche 15, 20 Kilo nehmen und das Ganze mit einem Seil machen. Dann bringt es euch relativ wenig. Hört darauf, der Trizeps ist relativ kräftig und der kann eine ganze Menge Hilfsmuskeln mit reinziehen. Das brauchen wir alles nicht. Wer jetzt das Ganze komplementieren möchte, schaut direkt weiter für die Top 5 Tipps am Bizeps. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, Like da lassen und einen Kommentar da lassen, egal was ihr darüber denkt, und auch gerne eure Tipps zum Trizeps. Und natürlich den Kanal abonnieren, nichts mehr verpassen und auch mal die anderen Videos anschauen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.